Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi zusammen durch der Zeit. Genau. In der letzten Folge haben wir im Bauch von Noob oder was auch, wo auch immer genau wir in ihm sind. Oder ihr, weiß ich gar nicht. Alle Yoshis befreit. Die haben einen Stein durch den Magen gerollt, der ihn dann ausgeweitet hat. Also. Hui. Und. Ja. Diesen Magen gehen wir jetzt entlang. Denn wo zum Teufel sollen wir sonst hin? Ich weiß es nicht. So. Sehr schön. Konzentration. Ich habe vorhin, nicht vorhin, heute Pokérock gespielt und aus dem epischen Ei, aua, aus dem epischen Ei dieses Paradox Trikephalo bekommen. Fand ich ganz nett. Sage mal, bin ich eigentlich zu blöd zum Ausweichen gerade? Ich habe mitbekommen, dass FNAF Into the Pits wohl zuerst als SNES-Game geplant wurde. Im Jahre 2024. Was ich sehr interessant finde. Mein. Sekunde. Ich meine. Man hätte das dann in zwei Versionen entwickeln müssen, damit das funktioniert, damit Leute ohne Super Nintendo das auch spielen können. So vernünftig. Aber an sich wäre das eine geile Idee gewesen, würde ich sagen. Das 6. Normalerweise freue ich mich nicht darüber, aber heute. Okay, ich nehme einfach mal an, dass der nur zur Deko da ist. Das hat alles einen Stein ausgeweitet. Also. Aua. Bin sehr. Nicht verwirrt, sehr. Angeekelt von der ganzen Sache. Es sieht zwar alles sehr solide hier aus, aber wir sind hier im Bauch von etwas. Und Pink ist nicht gerade eine angenehme Farbe bei sowas. Machen wir nochmal Eisblume. Dann hätte ich Pilztau verwenden sollen. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich diese Erinnerung her habe, aber aktuell denke ich gerade an irgendein FNAF-Spiel, was es nie gab. Also nicht jetzt gerade, sondern die letzten Tage. Da ging es irgendwie um so ein Schiff oder so. Das war richtig komisch. Es kann auch sein, dass das irgendein Fiebertraum letzte Woche war. Ich war ja, ich sag mal, erkältet. Und war richtig, richtig komisch war das.
Hinterfragt es nicht. Ich werde sowieso nicht antworten können. Naja. Nee. Ich will nicht noch mehr kämpfen. Zumindest nicht gegen normale Gegner. Die sind nämlich nervig. Die sind nämlich nervig. Wow. Ist ja komplett daneben. Ja. Nee, wisst ihr was? Keine Lust auf diesen Kampf. Auf den ehrlich gesagt auch nicht. So, dann. Da startet gerade jemand 6, 7. Viel zu oft ein Spiel namens Soulstone Survivors. Was soll das? Entscheid dich. Naja. Wow. Ja. Hilfe. Wie abscheulich. Da wird ein Yoshi gewaschen. Autsch. Und auch noch finster. Und zu einem Ei gemacht. Wow. Irgendwie verdient. Diese Viecher. Man, machen die ja selber. Nur halt nicht so maschineriert. Da lausifiziert mich doch der Affe. In der Brusthöhle dieser Bestie ist eine Eierfabrik. Welch abscheuliches Schrubwerk. Wir müssen die hier gefangenen Yoshis unbedingt befreien. Kriegen wir hin. Auch müssen wir Bowser finden und seinen wertvollen Bauch. Zurück zum Abenteuer. Ach echt. Manchmal sagt er Dinge, die hätte ich mir ohne ihn niemals denken können. Ich liebe es, zu blöd zum Auszuweichen zu sein. Echt eine Genugtuung. Genugtuung? Egal. A, B, X und Y. Okay. A, B, X und Y. So. Dann nochmal. B, X, Y, A. Das klingt nach gutem ersten Damage. Dann kann ich Eisblume rausholen. Weil ich mir gemerkt habe, dass die anfällig sind. Dann erzähle ich euch das nächste. Ich habe Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 angefangen. Für Retro Achievements. Und ihr wisst ja, wenn man mit Superangriffen aufeinander prallt, dass man dann entweder, also Budokai Tenkaichi 3 zumindest, der bekannteste Teil, entweder die Face-Buttons mit Timing drücken muss oder halt Sticks drehen muss. Im Budokai Tenkaichi 2 gibt es nur Sticks drehen. Und ich weiß nicht, ob das am Schwierigkeitsgrad liegt, aber das ist super hart gegen die NPCs, was? Nee, gegen die gegen den Computer anzustinken. Ich breche mir da gefühlt den Arm beim Drehen. Vielleicht drehe ich auch einfach falsch.
Mit Armen meine ich Ellenbogen. Fuck. Und da passiert halt einfach trotzdem nichts. Moment. Mein persönlicher Rekord ist 48. Und 48 was? Nee, 58. Und einmal hat der Computer einfach 72 geschafft. Wie soll ich? Hä? Fand ich in Budokai Tenkaichi 3 besser. Generell so, Budokai Tenkaichi 3 lässt sich besser spielen. Aber Budokai Tenkaichi 2 hat die besseren Ideen, finde ich. Ich will Block. Und dann eigentlich nicht kämpfen, aber... Ey. Können jetzt nicht fliehen, wir brauchen die... Fuck. Brauchen die... EXP... Ich sollte nicht während der Gegner angreift auf die Zeit gucken. Ich sollte während des Kampfes am besten gar nicht auf die Zeit gucken, wenn ich so drüber nachdenke, aber hey. Das kann man auch einfach einen Trugschluss nennen. Wegen diesem scheiß Clash Minigame da. Mir jetzt so der Ellenbogen weh. Und dann ein guter Teil meiner Bewegungen aus dem Ellenbogen kommen. Oh. Steht ihr? Oh. Okay. Ich weiß nicht, was ich hiermit anfangen soll. Ah, ich verstehe. Eier nicht nass machen. Okay, gut zu wissen. Machen wir mal mit 5 voll. Sehr schön. Oh, ganz schön eng. Hey, da seid ihr alle. Ihr wollt das Ding rollen, habe ich recht? Na dann mal los. Zu viele Steine hier drin. Falscher Knopf. Holen wir uns nochmal 3. Kriegen wir nämlich relativ easy wieder raus. Nein. Gerade so. Sehr schön. Weiß nicht, was er sagt, aber hey. Das Wichtige ist, wir müssen noch einen rollen. Genau. Das ist das Wichtige. Na gut, jetzt können wir weiter. Das ist übrigens interessant, ich habe gerade 2 Mario, ich nenne es mal Let's Plays am Laufen. Das eine ist ja mehr ein Let's Show. Und bei beiden geht es gerade um Yoshi. Finde ich sehr interessant. Nee, ich will aber nicht. Nee. Gerade nicht mit den Babys. Gerade alleine kämpfen ist nicht gut.
So. Super Tau. Angst, 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 hau ab. Oh hey, die Yoshis haben einen sicheren Raum gefunden. Hier bitte, nimm das. Paradox-Eier. Ich mag die Implikation, dass Paradox-Eier Yoshi-Eier sind. Brauch was zum Essen. Hast du nicht eben eine Beere bekommen? Wir sind doch bald wieder draußen, oder? Ja, macht weiter und nimmt dies. Saugorden. Das ist für euch. Wonderpilz DX, sehr hilfreich. Wo genau ist der Ausgang? Einfach geradeaus weiter. Nicht, was ich vorhatte, aber hey. Leute überlegen sich gerade, was das Besondere an Mario & Luigi Brothership ist. Weil seit Teil 2, den wir übrigens gerade spielen, nur so zur Info, seit Teil 2 haben die Spiele immer was Besonderes an sich. In dem Fall sind es die Babys. Im Fall vom nächsten Spiel sind es die 2D-Passagen. Im Fall von Bowser, nee, nicht von Bowser's Inside Story. Von Dream Team war es. Was war es eigentlich? Achso, dass du. Waren es die Traumsequenzen, die sich auch anders gesteuert haben? Also im Kampf jetzt. In Paper Jam war es Paper Mario. Und. Ja, nee, danach gab es keinen Teil mehr. Ja, aber ich denke, ihr versteht, was ich euch sagen will, oder? Ich bin persönlich der Meinung, dass dass allein dieser neue Hammerangriff da zum Beispiel mir als neuer Content genug oder neue Gameplay-Mechanik genug dient. Aber könnte an mir liegen. Schön langsam, meine Lieben, ich bringe euch hier raus. Hey, Moment mal, wer seid ihr, Leute? Was, Toadbert? Sagtet ihr eben, mein Name sei Toadbert? Ein Toad aus dem Pilzkönigreich? Prinzessin Peach? Zeit? Maschine? Au. Ja. Ich. Die Vergangenheit ist weg. Mir tut schon der Kopf weh. Wie sehr ich mich auch anstrenge, ich kann mich nicht erinnern. Wartet, das stimmt nicht ganz. Eine Erinnerung ist noch da. Von Zeit zu Zeit kommt eine blasse Erinnerung zum Vorschein. Sie hat mich zu dieser Zeichnung inspiriert. Meine Gedankenkunst. Ja, was sehen wir hier? Allerdings habe ich keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich weiß nur, dass mir der Anblick von vor Angst die Mütze vom Kopf haut. Ich glaube, das ist der Grund für meinen Gedächtnisverlust. Ich ertrage die Erinnerung nicht. Wir nehmen die einfach mal mit. Und kann sehr helfen. Eines Tages bin ich im Dorf der Yoshis aufgewacht und dann hat uns diese riesige Echse alle verschlungen. Wie? Diese Eier? Meine Freunde, die Yoshis sind darin gefangen und alle Yoshis in Eiern werden vermutlich als Monster wiedergeboren. Ich muss mich beeilen und sie befreien, aber da ist dieses große, böse Ding da hinten, das den Ausgang bewacht. Was? Ihr wollt euch um dieses Ding kümmern? Habt ihr noch alle Steine in der Mauer? Es ist groß und böse und es riecht sehr seltsam. Ja, das sagt was. Mann, wer seid ihr, Kerle, nur? Ich würde gerne die Eier zerschlagen, wenn ich ehrlich bin. Darf ich nicht. Okay. In dem Fall hole ich mir die Bohne.
Und wir haben in der nächsten Folge einen geilen Bossfight vor uns. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaut euch gerne auf dem Kanal um. Da gibt es noch mehr Content von mir. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann und ciao.